So, herzlich willkommen zurück. Ich bin schon auf Schwierigkeitsstufe Adept. Willst du mich verarschen? Das geht doch gar nicht. Warum sind die so scheiße hart hier? Hä? Mano! Das ist doch was faul. Wir sind bald da. Ich kann das Lager schon sehen. Wartet ihr. Hey! Was, hey? Das geschah ganz zufällig. Kleines Arschloch. Mich verarschen wollen. Blöder Sack. So, den haben wir schon mal nieder. So, speichern. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Was? Hier ist gerade die Hölle am Brodeln. Ach komm, steh auf, ich hasse das. Der braucht immer so ein Vierteljahrhundert, bis der endlich mal aufgestanden ist. Nee, toll, Lydia ist auch schon im Arsch. Ach du Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich bin nicht bereit, heute zu sterben. Ich will doch nur nach Iva statt Scheiße. Ja, ich habe einen Skyway-Error, ist mir durchaus bewusst. Scheiße, Alter! Leicht hat keinen Platz hier. Wo ist Lydia? Lydia! Ich werde euch töten. Wo ist Lydia, verdammt? Ich bringe euch unter die Erde. Hu. Hu. Heiltrank. Ja, los, geh hier weg. So. Macht mit zwei Waffen. Ach komm, ey, das ist doch scheiße, ist das doch. Dann hängst du da beschissen fest, ey, verdammte Kacke. Fick dich, Bandit. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Nee, du hast noch nichts gehört, du kleiner Sack, ey. Hallo. So, mach fester. Ist Lydia gerade zugrunde gegangen? Ich glaube ja. Warum trifft er mit zweihändigen Angriffen nicht? Och, Manno. Also, ich glaube. Ich glaube, Zweihand ist einfach nichts für mich. Ja, und ich habe Skyhook. Das ist mir durchaus bewusst. Ich glaube einfach irgendwann Platz mehr. Alter, da kommt noch einer. Willst du mich verarschen? Okay, da hilft nichts. Ich brauche Raserei. Mach doch! Greift euch gegenseitig an. Geht doch. So, die Wache ist zum... Aua! Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ich habe einen Plan, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Ich habe nicht gerade den größten Plan, aber ich habe einen Plan. So. Na, ah, fick dich zu mächtig. Wo sind die denn? Hallo? Ja, bin so mächtig. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Ach, ich. Dann lass mich euch wenigstens hier. Hat keinen Platz hier. Ha! Wo sind die denn hier alle hin? Lydia? Durchsuchen Lydia, ist sie tot? Ja. Ist sie echt tot? Ist sie ganz tot? Die kann sterben? Ich dachte, Lydia kann nicht sterben. Scheiße, das ist ja kacke. Ich bin direkt hinter euch. Ich bleibe hier und passe auf. Aber warum sind die so hart, verdammte Scheiße? Ich spiele auf keiner hohen Schwierigkeitsstufe. Oh oh. Los,
einfach. Na los, beweg dich. Ja, Moment, Heiltrank, es sieht im Moment okay aus. Ey, was soll das denn? Sky Uero, lutschen mir die Eier. Ich zeig dir, was gleich vorbei ist. So, dein Kopf ist schon mal vorbei. So, und jetzt helfe ich Lydia. Beweg dich. So, einen nicht verbessert auf 37. Ja, ist okay. Du bist am Arsch, du bist am Arsch, du bist am Arsch. Jawohl. Speichern? Alter Schwede, ich weiß nicht. Ja. Okay, nach dieser... Nach dieser Folge werde ich auf jeden Fall erstmal beenden und diese Sky-UI-Kacke erstmal wieder irgendwie versuchen zu richten. Das geht ja gar nicht. Da könnte ich ja bei Platze. So, a Diedrich, a Gold, a Wein. So. Bin schon wieder ein wenig gefrustet. Das ist, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin generell einfach nicht so der Typ für... Ach, guck mal hier, der Fehler ist auch wieder weg. Juhu! Für Zweihand und nicht, vor allem für nicht verteidigen können. Also zweihändig finde ich ja gut, aber ich kann keinen Angriff abwehren. Das mag ich überhaupt gar nicht. Was ist da jemand? Die lebt immer noch einer? Alter. Gut, was man mir natürlich auch, was ich jetzt natürlich auch eingestehen muss, ich bin natürlich auch vollkommen blind nach vorne gerannt. Oh nein. Ich habe das Gefühl, Lydia hat gerade wieder was aufgemischt hier. Lydia! Kannst mich mal. Oh, Lydia, ich könnte mal deine Hilfe gebrauchen. Das ist total nett, dass ich hier kämpfen darf. Und du bist da vorne mit deinem lustigen Bogen am Feiern. Das ist ja toll. Gott sei Dank. So, jetzt habe ich sie nämlich alle, diese ganzen Dreckspanner. So, jetzt muss ich erstmal wieder in gute Stimmung kommen hier. So, Schlachterfisch gegart. Ja, Schlachterfischschuppen. Die so vom Kopf gerieselt sind. Der war so schlecht, ja. Es tut mir manchmal ein bisschen leid für die Sprüche, die ich hier abliefer. Das ist einfach, wie gesagt, da gehen einfach manchmal einfach so... meine hirnlosen, meine sinnlosen Gedanken einfach mit mir durch. Was ist das? Turm? Schaleichen! Vor allem, ich möchte jetzt auch nicht mehr mit ohne Lydia hier fortgehen. Weil ich glaube, ohne Lydia wäre ich, glaube ich, im Moment ziemlich aufgeschmissen. Was ist das denn hier? Ein paar Inseln? Sieh einer an. Und ein Türmchen, was uns hier wohl noch erwartet. Stahlstreitkolben und eine Laterne. Bergmannskleidung, aha. Boots, feine Kleidung und ein Hut. Hallöchen, ein richtiger Hut. Hier ist nichts mehr. Lydia? Ich weiß nicht, was mit Lydia los ist. Also die NPCs oder beziehungsweise die Gefährten... Hallo? Ist ja durchaus sinnvoll, allerdings finde ich, benehmen die sich ein bisschen schusselig. Also da. Was? Nix. Siehst du doch. Also da könnten die sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Doch niemand hier. Junge, Junge, Junge. Gott sei Dank bin ich so ein Versteckprofi. Orkische Kriegsaxt. So, ich mache, glaube ich, mit Dolch 6-fachen Schaden, wenn ich mich recht erinnere, gell?
Soll ich dich wieder hin, mein Kind? Leg dich schlafen. Der Papi wird's schon richten. Ich könnte ja nochmal eben Taschendiebstahl probieren. Hat aber nichts. Ihr habt euch eine schlechte Zeit schon verloren. Schleichen verbessert auf 54. Ja, ist schon mal ein Traum. Steh auf. Versteck dich jetzt nicht mehr. Ui, 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 ui. Alter. Oh. Puh. Also die Gegner werden aber auch echt immer krasser hier, habe ich so das Gefühl. Als wenn ich überhaupt nicht hochleveln würde, so kommt mir das im Moment vor. So, Salz, Apfelgrün. Ich mag nur rote Äpfel. Hast du davon? Orkische Kriegsaxt? Nee, brauche ich nicht. Ist hier jemand? Ist hier jemand, habe ich gefragt. Eine Truhe mit Gold, Heiltrank und einer Fackel. Super. Schubaduba. So. Da vorne gibt's nichts, wenn ich so recht sehe. Ich schmeiß mal eben noch eine Fackel an. Hä? Muss jetzt eine Fackel anmachen. Junge! So, da liegt die eine. So, nicht, dass wir hier, dass uns hier irgendwas entgeht. Anscheinend scheint allerdings die Fackel beeinträchtigt zu werden vom Wetter. Das heißt, wenn draußen irgendwie so komisches Wetter ist und so dunstig und diesig und lichtschluckend, dann nimmt das auch das Licht vom... Ach so, das ist eine Brücke. Dann nimmt das auch das Licht der Fackel. Und das ist ein bisschen zu extrem, finde ich, aber nee. Wo ist Lydia? Ach, Lydia. Du gehst mal auf den Zwirn. Lydia. Speichern. Dann teleportieren wir uns einfach dahin und theoretisch müsste sie dann wieder neben uns stehen. Hoffentlich. Nein, jetzt auch nicht. Lydia ist bei draufgegangen. Bandit. Telraf. Bandit. Lydia. Ach so. Ja. Entschuldigung. Wie ihr befehlt, Tane. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich dich hier warten lasse. Entschuldigung. Tut mir leid. War keine Absicht. So, das haben wir auch gelöst. Dann muss ich mal eben checken, wo es jetzt hier lang. Je nachdem Weg müssen wir wieder weiter folgen. Wir gehen zurück zum Weg. Ach, schön. Und mit so einer Fackel ist das so alles schön. Und guck mal, wenn das Wetter doch gar nicht so schlecht ist, dann sieht man doch auch noch halbwegs was. Schon wieder ein bisschen viel, finde ich aber. Also wenn es jetzt tiefste Nacht ist, finde ich es definitiv wieder zu hell. Also vor allem viel zu hell. Wenn ich mir hier das Gebüsch angucke. Also dafür, dass es vorhin echt so stockenfinster war und ich wirklich nichts gesehen habe, sieht man jetzt zu viel. Weiß ich nicht, aber das ist mir jetzt eigentlich auch egal. Das bleibt jetzt so. Kann natürlich auch sein, weil es gab ja schon wieder... Ist das ein Beutel? Weil es gab ja auch schon wieder Patches für Skyrim, weil ja jetzt das Dragonborn DLC raus ist. Das werde ich mir bestimmt auch noch irgendwann holen, definitiv. Das wird es auch noch geben, allerdings jetzt noch nicht, weil wir sind sowieso noch ganz am Anfang. Und wir haben erstmal noch dann zwei andere DLCs. Schatzjäger. Was? Hey, steh auf. Ach cool, ich konnte die Tuse anziehen. Das ist ja lustig. Geil, die kann man mit der Fackel anziehen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Kann man das generell oder liegt das auch an dieser einen Mod, die ich installiert habe? Hast du davon? Cool. Dann werde ich jetzt Dual-Wield mit Fackel und Dolch.
Trollolol. So Quatsch. Eisenschwert, Eisendolch, Steifer. Aber Schatzjäger, warum greifen die mich denn sofort an? Ich wollte ihnen doch den Schatz nicht wegnehmen. Naja, schon, aber... Das konnten die doch vorher nicht wissen. Cool, haben die hier ausgegraben? Toll, 26 Gold. Sie haben 26 Gold aus einer Truhe ausgegraben. Mein Gott, das hätten die natürlich mit Leib und Leben beschützen müssen. Das verstehe ich vollkommen. Nimm den Pfeil. So, weil das macht man heutzutage so. 26 Gold ist schon eine ganze Menge. Und ihr kennt ja den Spruch, wer den Pfennig... Oh Gott, hab ich mich geschreckt. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. So sieht's nämlich aus. Und da kann Razava euch ein ganzes Lied von singen. Oh, was haben wir hier denn? Hier kommen wir, glaube ich, weg, oder? Nee, doch nicht. Meine Fackel ist ausgegangen. Ist aber hell genug. Geldbeutel? Eine Notiz? Geht zur Insel, die sich in der Nähe des Seeufers befindet. Sucht nach dem Ort, wo einst ein großer Baum stand. Dort habe ich ihn vergraben. Wie süß. Also war wahrscheinlich da einst, warte mal, Insel da, wo ein großer Baum stand, kann nur da gewesen sein oder da? Ja klar, da stand ein großer Baum, da haben sie nachgegraben, ist ein Schatz. Da mache ich natürlich auch Schatzkarten und Notizen für 26 Gold in der Truhe. Auf jeden Fall. Also manchmal... Was soll ich dazu sagen? Manchmal, es gibt halt so Momente, wo man einfach zweifelt. Oder meinte der woanders? Da auf einer Insel, wo ein großer Baum stand. In der Nähe des Seeufers. Oder meint er das? Aber das war kein großer Baum da hinten. Weil wenn die das meinten, also da ist ein Schatz, aber 26 Gold? Ist das jetzt einfach, weil es generell hier als Schätze immer nur ziemlich mickrige Ausbeuten gibt? Oder war das die falsche Insel? Und wenn ja... Kann man hier graben? Ich habe letztens irgendwo eine Schaufel gesucht. Ich weiß aber nicht mehr, in was für einem Zusammenhang, ob das hier bei Skyrim war oder nicht. So, wir nehmen jetzt einfach eine Schaufel mit, weil ich glaube, ich weiß echt nicht mehr, ob das hier war. Man kann nämlich irgendwo nach was graben. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann natürlich auch sein, dass das in Fallout New Vegas war. Ist jetzt natürlich auch schon ein paar Tage her, aber... Was war das? Da war doch was. Ja, ei, 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 was war denn da? Ein verliebtes Ehepaar. Ivarstadt ist immer noch so weit, weit weg. Ne, da hinten ist es, ist gar nicht mehr so weit weg. Wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen querfeldein. Hier holen wir uns noch das Nierenwurz. Das, was fürchterlich am Rappeln ist. Normalerweise müssen doch alle Tiere durchdrehen bei dem ganzen Lärm, die so ein Nierenwurzfeld veranstaltet. Da müssten die Viecher das doch freiwillig fressen oder kaputt machen oder so. Oh, da vorne kämpft was. Kann ich helfen? Nicht? Ich speichere mal. Ein Sturmmantelsoldat. Kann ich... Oh, ich habe eine neue Stufe. Das mache ich mal eben. Was haben wir denn? Gesundheit, 140 Gesundheit. Ja, machen wir auch Gesundheit. Wo war das denn hier mit... einhändig. Doppelwirbel. Kann ich da zwei machen? Erfordert 50, nein. Doppelsturm erfordert 70. Angriffe mit Schwertern, nee, mit Schwertern ist doof. Doppelwirbel, aber warte mal, irgendwas bei Schleichen war doch noch. Schleichen, Verzauberung, Veränderung, Wiederherstellung, Zerstörung, Beschwörung, Illusion, Alchemie, Rede, Kunst, Taschendiebstahl, Schleichen. Schleichen, Schleichen, Lüst, Druckplatte, Geräusch, Rüstung...
Mit einer Waffe verursachen sechsfachen Schaden. Hab ich schon. So, ey. Alt! Nicht so weit. So, Meuchelknirschenkel mit Dolchen von 15-fache des normalen Schadens. Alter. Schleichangriffe mit Bürgung verursachen. Also brauche ich erstmal den. So, und danach gibt es nämlich Meuchelklinge. Schleichangriffe mit Dolchen verursachen nun das 15-fache des normalen Schadens. Müssen wir halt ein bisschen mehr schleichen. So, und jetzt gucke ich mal eben nach Waffen. Waffen? Haben wir was, was wir dem geben können? Wir haben ein Eisendolch. Einen Eisendolch oder ein Stahldolch fein. Hier, Stahldolch fein. Den kriegt er erstmal. Speichern. Gefangenen befreien. Befreien und Gegenstände aufteilen. Du bekommst von mir hier Stahldolch fein. Bekommst du. Weil der ist nämlich sowieso geklaut. Habe ich denn noch Rüstung? Elfenrüstung. Habe ich die noch gar nicht angelegt? Nein! Bebänderte Rüstung des starken Ritters. Steinschwere Rüstung. Die kriegt der aber nicht. Ring des geringen Führers. Einhändige Angriffe vor unserem 15% höheren Schaden. Warum trage ich den eigentlich nicht? Mann! Warte! Jetzt muss ich gerade mal eben die erstmal andere. Nee, gar nicht wahr. Die erstmal anlegen. Und den Ring. Warum kann man eigentlich nicht zwei Ringe tragen? Hat er nur einen Finger? So. Stirb, kaiserlicher Soldat! Ihr habt mich lange genug genervt! Wo willst du hin? Sprich mit mir! Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Wir haben sie besiegt. Kämpft wacker oder sterbt. Wir haben sie besiegt, mein Freund. Oh, und wir können gut looten. Looten, looten, looten. Lass sie bluten. Aber gegen was haben die denn hier eigentlich gekämpft? Hier war doch ein Kampf. Ich hab's doch gesehen. Ich hab's genau gesehen. Lasst uns gehen. Wir machen uns wieder direkt jetzt weiter auf den Weg nach Ivarstadt. Ivarstadt. Was jetzt schon wieder? Das hat sich schon wieder einfach beendet. Manno! Na gut, ja. Dann wird die Folge jetzt ein bisschen kürzer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschö.